Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Mit dabei ist heute der gute Ypex. Guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Hi. Wir haben sogar was Neues, ne, wir beide. Was wir den Leuten zeigen können. Ja, was geht ab? Ja, wir haben was Neues, ja. Ich kann euch das mal einfach zeigen. Das hast du nämlich, das ist sogar du programmiert, Ypex, für den Server. Wir haben mittlerweile einige Devs mehr. Ja, das. Und diese Sache ist aber von Ypex höchstpersönlich. Der hat das geschrieben und was macht der denn da? Hallo Fame, was? Ey, du hast dich schon weggestoßen. Ich zeig's mal, weiß Leute. Weiß nicht, aber es ist nämlich das neue Aura-Plugin. Damit kann man mit Slash Aura einfach Leute wegstoßen. Kann ich dich eigentlich auch wegstoßen? Nee, ne? Du hast einen Bypass. Nein, mich kannst du natürlich nicht wegstoßen. Aber den hier, den kann ich wegstoßen. So, tschüss. Das ist natürlich ganz angenehm, Freunde, für unsere Streams. Das heißt, wir könnten bald wieder streamen. Jetzt legen wir aber los. Heute möchten wir beide wieder Duplizierer finden. Ich kann dir mal gerade Folgendes sagen, Ypex. Es gibt aktuell 2518 gemeldete Lager. Sag mal irgendeine Zahl, wir gehen dann zum Lager hin, okay? Hau mal irgendwas raus. Okay, alles klar, machen wir das. Ich würde sagen, wir nehmen doch einfach mal die 2000 glatt. 2000, okay, wo sind wir da? Auf CB3. Ja. Da haben wir direkt ein Lager. Wizard. Okay, was haben wir denn hier? Einige Köpfe, Creeper. Okay. Skelettköpfe hat der Typ aber einige. Ich glaube, das ist aber in Ordnung. Jede Menge Zwieberköpfe auf jeden Fall. Auch jede Menge Ypex-Köpfe. Ja, abgesinnte definitiv die nicht wertvollsten. Du meinst, die sind doch wertvoller, wenn es weniger gibt, Ypex. Oder? Doch, natürlich. Ja, du hast aber ganz schön viele bei dir drin. Wie, ich hab viele. Also Zwieback ist natürlich die Nummer 1, definitiv. Ja, aber Zwieback gibt es halt wirklich schon mit Abstand am meisten Köpfe, Alter. Definitiv, ja. Ey, der Typ hat aber, der hat ein richtig krasses Köpfelager hier. Also ich glaube nicht, dass das gedupt ist, aber Halleluja, Mann, hast du ein geiles Lager, mein Freund. Wo sind wir denn hier? Das ist. Ist das am Spawn? Nee, doch. Nee, ist es nicht. Okay, echt, aber ich glaube, er dupt nicht. Ich glaube, das ist alles safe. Wollen wir weitergehen? Waver ist das. Wir können weitergehen. Sag du eine Zahl. Du hast 2000. Dann nehme ich mal 2500. Das ist ja quasi gerade erst gemeldet worden. Mal sehen, wo wir dann jetzt landen. Lol. Was ist das denn? Auch wieder. Hey, ganz viele Ypex-Köpfe. Okay. Guck mal. Hier wieder. Warte, alles. 2500, wo? Guck mal hier in die Truhe rein. Der hat mich aber falsch geschrieben, Abge. Der hat dich falsch geschrieben? Müssen wir ändern. Wollte dich denn falsch... Ja. Heißt du eigentlich Ypex oder was? Nee, achso. Was stand da vorher drauf? Nein, der hat Ypex geschrieben. Ja, da müssen wir es natürlich ändern, Ypex. Das ist natürlich klar. Ich würde sagen, hat der noch mehr Köpfe eigentlich? Der hat echt viel Stuff, ne? Kopftuchköpfe? So, warte mal, wie sieht das denn aus? Das will ich gerade aufsetzen. Okay. Okay, alles klar, setzen wir wieder ab. Ich das, warte mal, ich pack ihm das zurück. Was ist das denn hier bitte? Es ist ein krasses Köpfelager, ne? Wieso sammelt der so Themen? Ritter? Der sammelt so Themenköpfe, glaube ich, irgendwie. Graf. Das ist ein Weiß, warte, was steht hier? Asia. Spacken mit Kapuze. Was? Okay, du hast ein heftiges Lager, mein Freund, aber warum? Kann mir das jemand erklären, warum? Alter Schwede, hat der Köpfe. Also ich bin echt beeindruckt. Was? Wer ist denn das überhaupt hier? Das ist der alte Vier, ist das der alte Vier-Clan. Ja, okay, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter, weil eigentlich ist ja hier nichts Verbotenes. Nur das passt eigentlich. Das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Nee, alles gut. Du darfst wieder eine Zahl sagen, Ypex. Haben wir irgendwas raus? Ich darf wieder eine Zahl sagen. Dann sagen wir doch mal 1414. 1414, okay. Auf CB18 sind wir da. Neuer CB... wo bin ich denn jetzt? Da bin ich auch schon. Wir haben hier Diamanten einfach nur. Ach ne, die Kiste hier wahrscheinlich. Oh. Oh. Das sind aber einige Wizard-Köpfe. Das sind aber einige Ypex. Ja, aber das ist legit. Also legit, ich glaube auch, das ist safe legit, aber ja, passt. Passt eigentlich. Wir könnten mal Folgendes machen für diese Folge. Was hältst du davon, wenn wir mal zu den Teammitgliedern gehen, Ypex? Hast du vielleicht ein Lager? Oh, das ist eine gute Idee, ja. Ich guck mal gerade. Ich habe kein Lager. Ich guck mal, ob du eins hast. Nee, du hast wirklich nichts. Vielleicht hat Bantor eins? Siehst du, ich lager nichts. Bantor hat voll das wertvolle Lager. Richtig wertvoller der. 1355, komm, da gehen wir hin. Okay. Ja, das ist auf CB1, da bin ich jetzt mal echt gespannt. Wir haben echt ein geheimes Lager. Ups, da ist wirklich ein geheimes Lager von Bantor. Das ist aber das von Mina. Das ist aber das eigentliche von Mina. Wie, das ist von Mina Gornas? Hey, du hast recht, das ist von Mina. Warum guckt denn unser Admin bei Mina Gornas in das geheime Lager? Hallo Duplis, PI regelt. What, der hat 42 Spawner? Was ist denn los? Ja, der macht dieses Drachenei-Spiel. Der hat einen Birthbogen. Der macht dieses Drachenei-Spiel mit Leuten. Aber ja, guck mal, wie viele Sachen der hat. Sogar der hat einfach einen Geburtstagsbogen, übel viel Beacons. Der hat ja auch
übel viel Melagornas-Köpfe und so. Alleine mit Drachenei spielen, glaube ich, 15 Millionen gemacht. So viel kann man mit Drachenei spielen verdienen? What? Okay. OP-Schwerter. Ja. Ich guck mal hier gerade so ein bisschen durch. Also, der hat echt spannende Sachen. Aber ich glaube, das ist sogar alles gar nicht so wertvoll. Das sind Köpfe. Auch er wird wieder unzählige Rypex-Köpfe, Mann. Rypex, dein Kopf ist echt ganz schön oft da. Die Theorie des Duplizierens hat er auch noch und so. Alter, das sind richtig krass alte Bücher. Von StarCraft, der hat mal dupliziert hier. Aber das ist schon Jahre her, glaube ich, Rypex. Erinnerst du dich noch? Was machst du eigentlich die ganze Zeit schon wieder? Ich habe sogar noch eins in meiner EC. Was gibst du die ganze Zeit ein im Chat? Irgendwas machst du gerade schon wieder. Was hast du vor? Doch, ich hab's genau gehört. Hä, ich hab doch. Ich hab doch nur. Das schon wieder, du hast gerade wieder gemacht. Eingeben, um zu gucken. Nein, ich hab gerade nichts getan. Also, das hier ist auf jeden Fall nicht mal das Lager, Freunde. Du machst schon wieder irgendwas, Rypex. Das ist unglaublich mit dir. Ich würde sagen, aber er hat noch mehr Lager. Banto hat noch mehr Lager. Ja, 1359 zum Beispiel. Da können wir auch nochmal hingehen. Das sieht mir schon eher nach Bantors Lager aus. Ja, das ist Bantors Lager tatsächlich, ja. Kennst du diese Kiste hier von Bantor? Die ist mit Barrieren oben drüber. Warte, wo bist du denn gerade? Kann man da nicht reingucken? Ja. Also du. So schon, ja. LOL, heiliges Edmund-Schwert. Also dieses Schwert dürfte wirklich, Eigentum von Bantor, dieses Schwert dürfte wirklich niemals im Umlauf kommen. Das wäre einfach viel zu krass. Was haben wir noch? Okay, irgendwelche komischen Bücher, dann einmalige Items. Das ist das alte Lager. Du erinnerst dich doch daran, dass wir mal Duper unterwegs waren, so vor 3 Jahren oder so. Ja. Und hier hat damals, oder auch dieser Gamehold-Bug, da stehen alle Namen dran von denen, wo Bantor die beschlagnahmt hat. Also, guck mal, hier stehen überall Namen dran. Das sind die beschlagnahmten Sachen? Wirklich? Von vor 2 Jahren, ja. Ja. What? Das hat Bantor damals angelegt. Das ist wirklich krass. Bücher gibt's hier noch? Boah, so viele Bücher. Okay, ich glaube, das sind überall Namen dran, wenn das beschlagnahmt wurde. Es gab mal mehr. Kakaobohnen. Was haben wir noch so hier? Kakaobohnen. Aber wieso denn Kakaobohnen? Die sind doch gar nichts wert. Was macht der hier mit Kakaobohnen? Ich verstehe das nicht. Was gibt's noch? Fäden? Das ist sein normales Lager damals gewesen, plus das, als er Supporter und Mod war, das, was er hier. Ach, also hier fehlen auch übelst viele Kisten. Wo stehen denn die ganzen Namen? Ich finde die gar nicht. Guck doch mal, die Kisten hier an der Seite sind alle weg. Ich weiß nicht, was er damit mittlerweile gemacht hat, aber die sind alle weg. Banto, wo sind deine Kisten hin? Nee, das hier ist alles normales Lager. Also, er hat auf jeden Fall ein paar krasse Truhen hier am Start. Hier gibt's auch echt alte Bücher. Ich glaube, hier waren auch wieder sehr alte Bücher. Banto scannt und so. Also, echt krass alte Bücher, die waren früher sehr, sehr bekannt. Hier auch übel viele Köpfe. Hier sind aber nochmal 2 Spawner drin. Boah, hier auch einfach ein Warte, was war das denn? Oh, Lucky Blöcke, 29 Stück sind hier sogar noch drin. Hier ist einfach ein. Okay. Warte, die will ich mal sehen. Nee, die gehen nicht mehr. Nee, die. Aber die könnten auch einfach umbenannt sein. Sind das überhaupt echte Lucky Blöcke? Nein, das sind echte. Ja, sind es. Tor der Verdammnis. Der MET-Tag stimmt. Also, er hat echt krass alte Sachen, Freunde. Heftiges Lager, Mann. Wer könnte denn noch ein heftiges Lager haben bei uns auf dem Server? Ich würde gerne mal so richtig krasse Lager noch sehen. Wir können Zwieback gucken, ja. Warte, gehen wir zu Zwieback noch. Ich gebe es kurz ein. 1890 hat der zum Beispiel. Wo ist der denn? Der ist auf CB5, hat der sein Lager. Was haben wir denn hier? Okay. Hä? Was ist das denn für ein Lager? Security Block? Zwieback? Was hat er hier gemacht? Ist das überhaupt sein Grundstück? Nee, das ist von Golden Hand. Das ist ein geheimes. Was? Offenbar sind wir nicht bei Zwiebacks Lager, sondern von einem ganz anderen Spieler, Freunde. Ja, gut. Okay, alles klar. What? Gut, ich glaube, das ist nicht Zwiebacks Lager. Hat er noch das, anderes? Ja, er hat noch mehr Einträge, aber das ist auch gar nicht so krass. Das ist eigentlich ein recht normales Lager. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Was haben wir denn noch? 1238 können wir uns angucken. Da war anscheinend auch Zwieback irgendwann mal. Auf CW7 ist das Ganze. Finger weg steht hier. Von wem ist das denn jetzt? Von Harvard. Knusperkönig, herzlichen Glückwunsch. Harvard Schrott. Hier ist aber nichts Krasses, ne? Was ist das denn hier? Ich glaube, hier gibt es die Knusperkönige immer. Zwieback müffelt gar nicht mal so gut. Okay. Okay, es gibt aber noch eine weitere Meldung. Obwohl, das ist eigentlich, da waren wir gerade schon. Zwieback, wo ist denn bitte Zwiebacks Lager? Wir finden es ist gar nicht eingetragen hier, ne? Aber gut, okay. Oder hier ist noch. Also, wenn Zwieback nicht mehr hat, nicht. Offenbar hat er nicht mehr. Ich weiß eigentlich, dass Zwieback irgendwo aber eins noch hat. Das hat er auch mal protected mit Barrieren oder so. Kann das sein, dass es auf CB1 ist? Komm, wir gucken mal ganz kurz nach. Ich bin gerade zu einem Grundstück von Zwieback gegangen und dann habe ich das hier gefunden.
Rapex, guck dir das mal bitte an. Was ist das denn hier vorne? Ach, das ist das alte Haus von Bex, der wohnt hier. Ah, guck mal. Das ist das, was du mal replaced hast. Ja, da ist, glaube ich, einiges damals schief. Erinnert ihr euch noch an diese Folge, Freunde? Die ist echt alt. Das könnten wir eigentlich sogar wiederholen mal. Aber wir wollen echt das geheime Lager von Zwieback finden. Das würde ich jetzt gerne nochmal zeigen euch hier. Was ist das bitte hier? So? Hier ist das nächste seltsame Plot. Das kleinste Plot von Griever Games. Besitzer Zwieback. Da ist einfach nur eine Pflanze drauf. Ah ja, alles klar. Was haben wir noch? Lass uns nochmal zu 1, 2, 3, 4 gehen, okay? Mal gucken, was da noch ist. 1, 2, 3, 4, okay. Ich würde ja richtig gerne heute nochmal ein Duper-Lager. Warte mal, da hat sich doch gerade was bewegt. War da nicht gerade irgendwas? Warte mal. Hier ist alles dunkel. Ich muss mal eben hell machen. Ich bin in dem Moment. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl gehabt, da hat sich was bewegt oder so. Ich bin nicht... Was soll sich da denn bewegen, Abge? Hat sich nichts bewegt. Abge, hast du irgendwelche... Ja, ich bin ja auch Wahnvorstellung oder so? Ich glaube auch, die Truhe ist safe. Also hier ist, glaube ich, nichts Schlimmes oder so. Ich glaube, Abge wird verrückt, Leute. Ich glaube, Abge wird verrückt. Obwohl, da war ein Duperkopf. Okay, na gut. Aber das ist jetzt... Einer ist nicht schlimm. Vielleicht hat er sich bewegt, Abge. Pass auf. Ach Gott, perfekt. Ja, ich glaube, hier ist alles safe. Hau du noch mal eine Zahl raus. Komm, gehen wir zum nächsten. 953, okay, nehmen wir das. CB8. Ja, ich bin im Boden, warte mal. Wo bin ich jetzt? Game Mode 1, ja, da hinten bewegt sich was. Ach, jetzt bitte. Auch. Oh mein Gott, du regst mich schon wieder so auf. Du machst nur Mist in den ganzen Folgen. Okay. Was haben wir? Champcode jede Menge, okay. Die Kiste hat sich gerade bewegt. Der Rest ist, glaube ich, gar nicht so... Ja, hier auch wieder ganz viele Reifex-Köpfe am Start. Auch einige Zwieberköpfe. Ja, okay, läuft. Gut, ich glaube, hier ist auch nichts Krasses. Gehen wir am besten zur nächsten Zahl. Ich nehme mal als nächstes die 2222. Die ist ein bisschen neuer. Mal gucken, was da ist auf CB3. Aber wir finden auch die ganze... Leute, ganz ehrlich, wir finden in letzter Zeit auf Griefer Games kaum noch krasse Duper-Lager. Also immer mal was mit so 10 oder 20 Spawnern, aber nichts Krasses, wisst ihr? Also ich glaube echt, das wird immer, immer besser, gerade auf Griefer Games. Ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Ja, komm, nehmen wir direkt die nächste. Hau du nochmal Zahl raus, Wipex. Komm, wir machen noch 3 Stück in dieser Folge. Ja, ganz schnell. Zahl. Okay. Ja, hau was raus. 23. So klein, okay. Oh, das ist sogar echt ein gutes Lager, warte mal. Okay, das sind ganz viele YouTube-Köpfe. Wo sind wir denn? What? Da, wo sind wir denn jetzt gelandet? Guck dir das mal an, Wipex. Guck dir das mal an. Der Spieler heißt Hauptschulniveau. Wir sind ganz... Welche? Das ist... Okay, hier ist aber nichts Wertvolles drin, oder? Nee. Nee, hier sind auch wieder ganz viele Kakaobohnen. Warum? Okay. Nee, ich glaube, hier ist nichts Wertvolles. Das sind ja wertvoll irgendwann. Er hat hier Kohle. Ja, er hat nichts wertvoll. Ich gucke nochmal ganz kurz bei der Zahl, wo wir auch waren. Da sind halt nur Köpfe drin. Das sieht ein bisschen seltsam aus erstmal, aber es ist ein normales Lager, Freunde. Das passt eigentlich soweit. Ja, das ist in Ordnung. Komm, nächste Zahl. Nehmen wir die 4321. Okay, mal gucken. Oh, das gibt's ja gar nicht. Dann nehmen wir die 321. Mal sehen, was da ist. Ist auch auf CB1, sehe ich gerade. Die Truhe heißt OP-Items. Gold Nuggets haben wir hier. Warte, kannst du mir einen Admin-Rand machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles klar. Dann haben wir so... ist auch nichts Krasses hier, ne? Also ich glaube, das ist auch vollkommen legit. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Wollen wir den kleinen Admin-Rand machen oder nicht, Wipex? Was denkst du? Können wir machen, ja. Also der hat ein ganz schönes Grundstück. Oh stimmt, der hat wirklich ein schönes Grundstück. Was haben wir denn da vorne? Ich guck mal gerade, ich glaube, der hat doch bestimmt schon einen Admin-Rand, oder? Kann man auf jeden Fall was machen. Obwohl, guck mal, der hat keinen Admin-Rand. Okay, da will ich ihm auf jeden Fall ein bisschen helfen. Da machen wir auf jeden Fall was. Oh, ich hab. Oh mein Gott, bitte mach das nicht. Das wäre keine Hilfe, wenn du so weitermachst. Warum? Ja, wenn du einen Admin-Rand machst, ist das doch keine Hilfe. Doch, natürlich. Warte mal, wir machen das einfach so. Zack, 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 zack. Dann bauen wir hier was einfach. Was machst du denn? Das habe ich doch gerade abgebaut! Oh mein Gott, Wipex. Wipex, da müssen... Siehst du nicht das Muster? Man baut Admin-Ränder immer so, dass das Muster weitergeht, weißt du? Wipex, ja, das Muster geht ja auch weit. Oh mein Gott. Das Muster geht nicht weiter. Wipex, es muss so, das macht gar keinen Sinn. Hier müssen Köpfe hin. Das sieht tausendmal besser... Ja. Nein, du hast einfach keine... Ja, da kannst du ja auch machen, aber das da kommt weg. Ja, aber das geht... Wipex, du regst mich gerade so auf, wirklich. Man kann keine Köpfe in die Luft hängen, wenn man da nicht vorher was drunter baut. Wie kann... Oh mein Gott. Hier müssen auf jeden Fall Köpfe hin. Das sieht... Okay, dann mach das bitte mal, Wipex. Copy. Jetzt mach das mit du. Paste. Oh mein Gott, du bist so ein Lappen. Wie kann man das? Wie kann man das? Dann baust du jetzt den Admin-Rand weiter. Dann gucke ich jetzt ganz entspannt von hier zu und du baust jetzt einen schönen Admin-Rand, Wipex. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Zeitlapper oder so machen, ist mir egal. Ja, okay. Wipex, lässt du dir ewig Zeit heute? Du willst jetzt was ganz Gutes bauen, hä?
Okay, dann machen wir weiter. Ja, du hast mich ja quasi getriggert. Ja, ja, mach mal Ripex. Das wird schon. Bau ihm was ganz Schönes, ja? Einen originalen Ripex Admin-Rand, ja. Bitte. Bist du fertig, Ripex? Ist das jetzt alles? Nein, ich bin nicht das, fertig. Ich glaube, das sieht nach einem originalen Ripex Admin-Rand aus gerade. Nein, das sieht nicht nach einem Admin-Rand aus. Doch, das sieht so aus, als wärst du fertig, Ripex. Ich warte mal ab. Ich bin gespannt aufs Endergebnis. Ripex, ich glaube, es wird schon Nacht gerade hier in Minecraft. Brauchst du noch lange oder nicht? Nein, ich brauche nicht lange. Du schaffst es doch, bis die Sonne untergeht, oder, Ripex? Ja. Aber ja, ich warte hier ganz in Ruhe. Das sieht auf jeden Fall schon nach dem originalen Ripex-Rand aus, das muss ich sagen. Okay, Ripex, du hast es geschafft. Die Sonne ist endgültig untergegangen. Ich würde sagen, Freunde, an der Stelle beende ich dann diese Folge auch einfach. Ich bin fertig. Wenn ihr Bock habt, guckt euch diesen Admin-Rand gerne an. Ich zeig euch. Bist du jetzt wirklich fertig? Jetzt? Nee, du bist immer noch. Ja, nimm dir ruhig noch ein paar Stunden Zeit. Kommt gern zum Null-Tutor. Da könnt ihr diesen Rand euch angucken, Freunde. Der ist vielleicht morgen oder übermorgen auch fertig. Jetzt würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Habt doch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann und tschüss. Bist du immer noch nicht fertig? Nee, ne? Lass dir ruhig Zeit, Ripex. Bis dann.